Ja, ich habe gesehen, dass ich in meinem Kanal, hi, erstmal der Mike, grüße euch, in meinem Kanal, nee, nicht an mein Doppelklingen spielt, das andere, das erste ich mal gemacht habe, euch nicht mal gezeigt habe. Das ist mein erstes Doppelklingenschwert. Das habe ich schon mal gezeigt, aber das habe ich jetzt anscheinend euch nicht gezeigt jetzt hier. Das habe ich mal geguckt. Und so sieht das aus. Hier ist so schwarz Isolierband drauf als rutschfeste Auflage. Und das war mein allererste. Und ich habe ja euch jetzt die Tage das hier gezeigt. Dieses viereckige Doppelklingenspiel, was ich machen wollte. Aber es wird ein Elektroquad. Und das ist was ganz Besonderes. Eine ganz besondere Idee von meiner Seite aus, meiner Star Wars Waffenschmiede. Ich habe mir überlegt, in der Star Wars Geschichte mal eine neue Waffe zu herzurichten, die es noch gar nicht gibt. Gibt es schon, aber auf andere Weise. Jeder kennt den Z6 Stock. Das ist ein Schlagstock. Es gibt verschiedene ausgewöhnliche Lichtschwerter, die es gibt. Es gibt auch welche auch mit instabile Klinge und sonst was. Dieses hat auch eine instabile Klinge. Das ist extra angefertigt, extra gemacht, um ganz einfach zu sagen. Diese Klingen sind noch etwas kürzer. Die sind nicht so lang. Die sind höchstens nur so. Und den halt normalerweise, um Schläge von Lichtschwertern abzufangen. Also um sich zu verteidigen. Das heißt nicht, da jetzt da kommen große Klingen raus und sonst ist es einfach ein Lichtschwert schon, aber etwas kürzer. Es gibt ja auch bei Yoda, sein Schwert ist ja auch kürzer. Man kann ja auch den Kristall fokussieren und so wird das funktioniert bei dem Schwert genauso. Aber diese Klingen sind instabil und der Kristall ist etwas feiner. Also heißt, die Klinge ist auch etwas feiner. Aber ist genauso mächtig wie das Kylo-Schwert. Farbe ist natürlich wie immer rot und es haben zwei Personen in meiner Geschichte. Einmal gibt es einmal bei den Stormtroopern. Es gibt viel weniger Stormtrooper, die das haben. Ne? Das ist für manche nur angefertigt, um die ein bisschen mit den Lichtschwertern künstlich ausgehen können. Es herrscht sehr hohe Kraft und Ausbildung, um diese Waffe zu führen. Ja? Also es ist kein Schuss für die Waffe, sage ich jetzt schon, es ist einfach nur eine Deko, also eine Schauwaffe, ein Lichtschwert. Ne? Was sein soll, dass ich mal sehe, das hast du da in der Hand. Und jetzt muss ich genau den Namen sagen. Ihr kennt jeder bei Episode 8, wo Rey gegen also mit Kylo gegen die Praetorianer-Garde kämpfen und die haben sowas auch. Also es gibt zwei verschiedene jetzt halt jetzt, die das haben. Gibt es auch in anderen Ausführungen, die sind alle eckig. Manchmal sind es auch welche, die dreieckig sind. Ist meine Empfindung. Und die haben das praktisch als Abwehr für Lichtschwerter. Man kennt ja diese elektrische Peitsche, die ihm ist, oder die anderen Sachen, die waren, finde ich, gar nicht so schlecht, aber die waren, fand ich, nicht so dafür, so ein bisschen geeignet, gegen Lichtschwerter auszurichten. Das hier natürlich schon. Hier oben ist der An-Ausschalter. Also zum Beispiel jetzt Jedi Rey und sonst was kommt auf einen zugerannt und ihr habt diese Waffe in der Hand. Die Waffe wird normalerweise immer erst mit dem kurzen Stück ausgeführt. Das ist genau die Armlänge, wo der Arm nicht an die Klingenöffnung rankommt. Also der Gegner kommt, sieht den kommen und zündet sein Schwert. Beide Schwerter kommen gleichzeitig raus. Also es das heißt nicht, dass die Klinge hinten ausmachen kann. Also beide werden gezündet, werden wieder entzündet. Also er zündet das Schwert und der Gegner kommt an. Er kann halt sein Schwert dann so schwingen, abhalten, abhalten. Es ist halt ein bisschen schwierig, um diesen Schwert mit dem Schwert zu kämpfen, weil jeder hat das so in der Hand, wie man es kennt. Aber diese Leute haben extra gelernt, mit dem Schwert so zu kämpfen. Und das geht dann richtig so. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht so macht. Ne? Dann hat man die Hälfte durch. Also muss immer weg vom Körper halten. Das Schwert muss immer so fließen. Es hat höhnische Kraft, um dieses Schwert zu führen, weil es ist schwer. Klar, es besteht normalerweise in Geschichte aus Dunkelstahl. Aber mit Händchen Geschick. Es gibt auch Spezialhandschuhe und hier kommt auch Leder dran, damit man richtig den Griff hat,
Das Schwingen und das Schwingen. Hier kommt ein bisschen was, ein paar Sachen rein als Gegengewicht. Kommt auch die Klinge dran, damit das bisschen ist. Wie habe ich es gebaut? Natürlich, ich habe euch erstmal erklärt, worum es geht. Jetzt habe ich es wie ich es gebaut habe. Wie gesagt, es sind alles Vierkantrohre aus Edelstahl, die ich verarbeitet habe. Das war mal ein so Warenhalter mal. Der ist hier angeschweißt. Das habe ich ja noch drauf gemacht. Diese Öffnung für den An- und Ausschalter. Die habe ich dann einmal hier und einmal hier zwei Schrauben reingedreht, aber ich muss es anders machen. Ich muss nochmal was rappelbissen. Ich habe da was bisschen verkehrt gemacht. Ich habe überall Gewinde reingebohrt. Man müsste mal innen nur Gewinde reinbohren, damit das alles zusammengezogen wird. Aber auch da werde ich mir was einfallen lassen. Ich werde vielleicht ein paar Nieten reinballern, damit das alles fest ist. Und das ist hier. Hier kommt noch ein sowas hier. Hier auch rein, aber vielleicht ein bisschen anders. Also das sind alles das sind die Klingenbecher, wo die gesamte, ich nenne es die Barrierstangen Lichtschwerter klingen. Die sind etwas länger natürlich wie man Keil und die seitlich rauskommen. Und die dann so ausgeführt werden. Hier kommt noch ein Gürtel, ein hammergeiler Gürtelclip drum, hier an der Seite. Das wird hier an der Seite dran gehangen. Das wird hier an dem Gegner festgemacht, Gegner, an sich selber festgemacht, damit der Griff direkt griffbereit ist. Also der hat direkt der Gegner, wenn er ankommt, der zum Beispiel Jedi hat direkt und dann schwingt direkt sein Schwert. Ja, ist eine Idee von drei Star Wars Sachen. Ich finde es gut, ich sage es immer so. Ist volle Öffnung durch, also ist passt ordentlich Elektronik rein. Ich werde vielleicht einmal 3 Watt oder 5 Watt LED einbauen mit Batterien und Akkus, gucke ich mal. Hier habe ich die eine Öffnung vielleicht schon für eine Akkuladeöffnung, gucke ich mal. Aber wenn man so überlegt, außergewöhnlich so ein Lichtschwert, ne? Wenn man so überlegt, was ist alles so mal Ideen man machen kann. Um so ein Lichtschwert herzustellen, dann frage ich mal ganz, ganz super. Ja, wollte euch dann mal ganz kurz ein Informations machen, Info geben von euch, worum es geht, was es ist, weil ich habe ja auch den Namen ist geändert. Das erste Video habe ich reingeschrieben, Elektroquad, Quad, weißt du, ne? Worum es geht. Frag ich nur, welche Farbe ich nehmen soll. Soll ich entweder rot lackieren? Oder schwarz-weiß, ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde mal vielleicht rot nehmen. Ich werde vielleicht auch so die Preotala Garde, weil das hat einen Namen, finden wir aus. So, mal gucken. Oder vielleicht ist Sturm Trooper. Ich weiß es nicht. Ich werde mir überlegen. Ihr werdet dann sehen, wenn ich es lackiert habe, wenn es fertig ist. Und dann könnt ihr ja beurteilen, worum es geht. Gut. Das war das Video von den Lecto Quad Doppelklingenschwert, weil ich jetzt am Baum bin. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen so zeigen, was ich noch gerade in Idee habe. Ich hoffe, fällt euch das in die Idee. Gebt mir, wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es heißt, der Mike hat gebaut. Ich wünsche euch was. Ciao und bleibt gesund.